Wir sind aber nichtsdestoweniger zu dem Bekenntnis gezwungen, dass seine scheinbare Stichhaltigkeit vor der unbestreitbaren Tatsache zunichte wird, dass jedes Naturgesetz, wenn Kraft und Stoff seit Ewigkeit gewesen sind, ganz natürlich entstanden sein muss. Man darf keinen Augenblick daran zweifeln, dass die wundervolle Schönheit und Harmonie der Natur notwendig und unvermeidlich aus der Erhaltung der Kraft und aus den Ureigenschaften des Stoffes folgen, gerade so zweifellos wie der Satz, dass die Kraft erhalten wird oder dass der Stoff Ausdehnung besitzt oder undurchdringlich ist. Man wird sich erinnern, dass ich diese Wahrheit lange und mit großem Ernst erörterte. Nicht allein, weil sie in Rücksicht auf unseren Gegenstand so unermesslich wichtig ist, sondern auch, weil kein anderer sie bis jetzt in diesem Zusammenhang erörtert hat. Es wurde auch auseinandergesetzt, dass der Zusammenhang und die Übereinstimmung des Makrokosmos des Weltalls mit dem Mikrokosmos des menschlichen Geistes daraus entspringen kann, dass der menschliche Geist nur ein Produkt der allgemeinen Entwicklung ist. Denn seine subjektiven Beziehungen werden notwendigerweise jene äußeren Beziehungen, deren Produkt sie selbst sind, widerspiegeln. Fünfter, unsere weitere Erörterung milderte indessen den unerbittlich strengen Schluss aus dem gänzlichen und hoffnungslosen Zusammenbruch aller etwa möglichen Beweise zugunsten des Theismus. Als wir nämlich ausführlich dargelegt hatten, dass es nicht einmal einen Schatten eines positiven Beweises zugunsten der theistischen Theorie gibt, da entstand die Gefahr, dass manche nun irrtümlicherweise weiter schließen könnten, aus diesem Grunde sei die theistische Theorie selbst falsch. Es war nun also noch Folgendes zu erwägen: Wenn auch die Natur nach dem Stande unserer heutigen Erkenntnis keiner intelligenten Ursache zur Erklärung irgendeiner ihrer Erscheinungen bedarf, sollten wir dann nicht bei höher entwickelter Erkenntnis möglicherweise doch einmal entdecken können, dass die Natur ihr Dasein doch einer intelligenten Ursache verdanken muss? Die Wahrscheinlichkeit, dass eine intelligente Ursache unnötig ist, um irgendeine Naturerscheinung zu erklären, ist dann nicht größer als die andere, dass die Lehre von der Erhaltung der Kraft überall und zu allen Zeiten gegolten hat. Zum Schluss unserer Auseinandersetzung verließen wir daher ganz das Gebiet der Erfahrung, wir ließen sogar die eigentlichen Grundlagen der Naturwissenschaft und damit auch die sicherste aller relativen Wahrheiten außer Acht und verlegten unsere Untersuchung in die Transzendent-El-Region rein formaler Betrachtungsweise. Und hier stellten wir die Regel auf, dass sich der Wert irgendeiner Wahrscheinlichkeit im letzten Grunde nach der Zahl, der Wichtigkeit und der Bestimmtheit ihrer bekannten Beziehungen, verglichen mit ihren unbekannten Beziehungen richtet, und daraus folgerten wir, dass in Fällen, wo die unbekannten Beziehungen zahlreicher, wichtiger oder unbestimmter sind als die bekannten, der Wert unserer Folgerung umso geringer ist. Aus dieser Regel ergibt sich aber Folgendes: Da das Problem des Theismus das am weitesten zurückgehende aller Probleme ist und daher in seinen unbekannten Beziehungen alles für den Menschen Unbekannte und Unerkennbare enthält, so müssen diese Beziehungen für die unbestimmtesten von allen erklärt werden, die ein Mensch je betrachten kann, und obgleich wir die ganze Erfahrungsreihe, von der aus wir argumentieren können, vor uns haben, so sind wir aus jenem Grunde dennoch unfähig, den wahren Wert irgendeines solchen Argumentes abzuschätzen. Da die unbekannten Beziehungen in der von uns versuchten Induktion sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als auch ihrer Wichtigkeit im Vergleich mit den bekannten Beziehungen durchaus unbestimmt sind, so ist es für uns unmöglich, irgendeine Wahrscheinlichkeit für oder wider das Dasein Gottes zu erlangen. Obgleich wir daher gewisslich, soweit menschliche Wissenschaft vordringen und menschliches Denken Schlüsse ziehen kann, keinen Beweis für einen Gott finden können, so haben wir doch noch nicht das Recht, daraus zu schließen, es gebe keinen Gott. Mag daher die Wahrscheinlichkeit, dass die Natur ohne Gott ist, vom naturwissenschaftlichen Gesichtspunkt aus noch so groß sein, ja, sich naturwissenschaftlich geradezu beweisen lassen, so ist dies dennoch vom logischen Gesichtspunkt aus durchaus wertlos. Obgleich es so sicher ist wie die Grundlage aller Naturwissenschaft und aller Erfahrung, dass die Annahme des Daseins Gottes, wenn er wirklich existiert, als Ursache des Weltalls überflüssig ist, so kann es dennoch wahr sein, dass das Weltall nie existiert haben würde, wenn es keinen Gott gäbe. Diese formalen Betrachtungen beweisen dann folgerichtig, dass wir trotz aller relativ großen Wahrscheinlichkeit zugunsten des Atheismus doch kein Recht haben, diese Wahrscheinlichkeit als absolute Gewissheit zu betrachten. Daraus entsteht die Möglichkeit eines anderen Arguments zugunsten des Theismus, oder wir wollen lieber sagen, die Möglichkeit der Wiederaufnahme des teleologischen Beweises in anderer Form.
Denn wenn man sagen kann, dass diese formalen Betrachtungen wohl einen absoluten, aber keinen relativen Schluss für oder wider die Gottheit ausschließen, und wenn also doch noch einige theistische Deduktionen übrig bleiben, die füglich aus der Erfahrung gezogen werden dürfen, so können diese jetzt in Anschlag gebracht werden, um den atheistischen Folgerungen aus dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft die Waage zu halten. Denn wenn unsere letzten Deduktionen auch klar gezeigt haben, dass das Dasein Gottes vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus überflüssig erscheint, so haben die formalen Betrachtungen nicht weniger klar jenseits der naturwissenschaftlichen Sphäre einen möglichen Platz für das Dasein Gottes erschlossen, so dass wir, wenn durch Erfahrung irgendwelche Tatsachen beigebracht werden können, zu deren Erklärung die atheistischen Deduktionen ungenügend erscheinen, berechtigt sind, dieselben wenigstens relativ durch die theistische Hypothese zu begründen. Und es muss zugestanden werden, dass wir solch einen unerklärbaren Rest in dem Zusammenwirken der Naturgesetze bei der Entstehung der kosmischen Harmonie finden. Es macht gar nichts aus, so kann man bei diesem Argument fortfahren, dass wir unfähig sind, die Art und Weise zu erkennen, wie der vermeintliche Geist bei der Erschaffung der kosmischen Harmonie etwa verfahren hat, auch bedeutet es nichts, dass sein Handeln jetzt in ein Gebiet jenseits der Naturwissenschaft verbannt werden muss. Wohl aber ist es wichtig, dass wir bei einem Blick auf die Natur als ein Ganzes unmöglich den Umfang und die Mannigfaltigkeit ihrer Harmonie begreifen können, wenn wir sie nicht als Wirkung einer intelligenten Ursache anerkennen. Diese geläuterte Form des teleologischen Arguments nannte ich dann metaphysische Teleologie, um sie scharf von allen früheren Formen jenes Beweises zu unterscheiden, die ich im Gegensatz dazu als naturwissenschaftliche Teleologie bezeichnete. Der Unterschied aber ist folgender: Während alle früheren Formen der Teleologie auf einer Grundlage beruhten, welche nicht jenseits des Bereichs der Naturwissenschaft lagen und daher der Möglichkeit naturwissenschaftlicher Widerlegung ausgesetzt waren, kann das metaphysische System der Teleologie niemals naturwissenschaftlich widerlegt werden, weil es eben auf einer Grundlage beruht, die der Naturwissenschaft völlig unzugänglich ist. Dass aber dieses metaphysische System der Teleologie auf einer solchen Grundlage beruht, ist unbestreitbar, denn während es die größten Wahrheiten anerkennt, welche die Naturwissenschaft jemals erlangen kann, nämlich das Gesetz von der Erhaltung der Kraft und den sich aus ihm mit Notwendigkeit ergebenden Ursprung des Naturgesetzes, so wird es doch trotz erledigten der zwingenden Tatsache gerecht, dass der Geist auf diese Weise als letzte Ursache der Dinge noch nicht aus der Welt geschafft ist. Wie auch der anderen, dass wenn die Naturwissenschaft verlangt, die Wirkung eines Gottesgeistes in eine jenseits ihres Gebiets liegende Region zu versetzen, dieselbe dann auch wirklich hierhin verlegt werden muss. Diese Behauptung erscheint im ersten Augenblick ohne Zweifel willkürlich, da die Naturwissenschaft ihrer ja, soweit sie auch vordringen mag, überhaupt nicht bedarf, weil die kosmische Harmonie als eine physikalisch notwendige Folgerung aus der vereinten Tätigkeit der Naturgesetze und diese wiederum als eine physikalisch notwendige Folgerung aus der Erhaltung der Kraft und den primären Qualitäten der Materie folgt. Aber wenn auch unbestreitbar wahr ist, dass die metaphysische Teleologie, naturwissenschaftlich betrachtet, durchaus willkürlich ist, so möchte sie doch, psychologisch betrachtet, nicht ganz willkürlich sein. Wenn es also verständlicher ist, dass im Geist die letzte Ursache der Weltharmonie liegt und nicht in der Erhaltung der Kraft, dann ist es nicht unvernünftig, die begreiflichere Hypothese anstelle der weniger begreiflichen anzunehmen, vorausgesetzt, dass diese Wahl mit aller Vorsicht vorgenommen wird. Ich schließe also, dass die Hypothese der metaphysischen Teleologie, wenn auch im physikalischen Sinn willkürlich, im psychologischen Sinn berechtigt sein mag. Aber gegen die Grundlage, auf der dieses Argument allein ruhen kann, dass nämlich das Grundpostulat des Atheismus unbegreiflicher ist als das des Theismus, gibt es, wie wir sahen, noch zwei wichtige Einwände. Erstens, der Sinn, in welchem hier das Wort unbegreiflich gebraucht wird, ist der, dass man zwar den betreffenden Gedanken nicht mit Tatsachen begründen, ihn wohl aber als im Übrigen möglich erweisen kann. In demselben Sinn, wenn auch in geringerem Maße, ist es wahr, dass die Verwicklung der menschlichen Organisation und ihrer Funktionen unbegreiflich ist, aber hier hat das Wort unbegreiflich bei einem Beweis viel geringeres Gewicht als in seinem eigentlichen Sinn. Ohne daher weiter darüber zu disputieren, inwiefern man berechtigterweise die Unbegreiflichkeit einem Einwand gegenüber, der doch von einer großen Menge wissenschaftlicher Beweise gestützt wird,
ins Feld führen darf, gingen wir zu dem zweiten Einwand gegen die Grundlage der metaphysischen Teleologie über. Dieser war folgender: Es ist ebenso unmöglich, die Weltharmonie als Wirkung eines Geistes, das heißt eines Geistes, wie wir ihn aus Erfahrung kennen, oder als Wirkung einer vom Geist losgelösten Entwicklung zu begreifen. Das Argument von der Unbegreiflichkeit kann daher in seiner Anwendung ebenso verhängnisvoll für den Theismus wie für den Atheismus werden. Die geläuterte Form der Teleologie, welche wir hier erörterten und welche wir als das letzte noch mögliche Argument zugunsten des Theismus erkannten, begegnet also auf ihrem eigenen Gebiet einem sehr gefährlichen Gegner. Durch ihren metaphysischen Charakter ist sie dem Widerspruch der Naturwissenschaft entgangen, um sofort einen neuen Widerspruch in der Region der reinen Psychologie, in die sie geflohen ist, zu finden. Zum Schluss unserer ganzen Untersuchung waren wir daher gezwungen, die relative Bedeutung dieser feindlichen Mächte zu untersuchen. Dabei bemerkten wir zuerst Folgendes: Wenn die Verteidiger der metaphysischen Teleologie von vornherein der Methode, nach welcher die Entstehung des Naturgesetzes aus dem Gesetz von der Erhaltung der Kraft abgeleitet wurde, vorwerfen, dass sie eine unerlaubte Analogie verlange, dann steht es einem Atheisten auch frei, die Methode, nach welcher ein lenkender Geist aus der Tatsache die Weltharmonie hergeleitet wurde, zu beschuldigen, dass sie eine unerkennbare Ursache fordere. Und zwar eine Ursache, wie sie der menschliche Geist stets mit besonderer Vorliebe, aber stets irrtümlicherweise, der Übersetzer als Ursache der Naturerscheinungen angesehen hat. Aus diesen Gründen schloss ich daher, dass beide Theorien, was ihren von der Erfahrung losgelösten Standpunkt betrifft, als gleich verdächtig angesehen werden müssen. Und ähnlich ist es auch mit ihrem Standpunkt, soweit er auf Erfahrung begründet ist. Denn da beide Lehren wenigstens einen allgemeinen Satz einschließen müssen, so müssen beide in gleicher Weise für durchaus unbegreiflich erklärt werden. Doch wenn schließlich die Frage an mich herantrete, welche von beiden Theorien ich für die vernünftigere hielte, so bemerkte ich schon, dass sie kein Mensch für einen anderen beantworten kann. Denn da dies Zeugnis absoluter Unbegreiflichkeit für beide Theorien verhängnisvoll ist, so kann die Wahl zwischen beiden nur durch das entschieden werden, was ich als relative Unbegreiflichkeit bezeichnet habe. Das heißt, jeder Mensch muss hier nach seiner individuellen Ansicht von Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit entscheiden, und dies wird durch seine sonstige Gewohnheit zu denken bestimmt. Wie das Zeugnis relativer Unbegreiflichkeit in dieser Frage berechtigterweise mit dem Charakter des betreffenden Menschen wechseln wird, so wird auch die streng rationelle Wahrscheinlichkeit in der Frage, auf welche es angewendet wird, wechseln. Die einzige Alternative, die einem Menschen hier also bleibt, ist die: Entweder nimmt er den Standpunkt des reinen Skeptizismus an, und dann muss er sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Unwahrscheinlichkeit, dass es einen Gott gibt, zurückweisen, oder aber er entscheidet sich für eine Annahme bzw. für eine Verwerfung Gottes. Je nachdem seine sonstige Art zu denken diese Entscheidung ihm in der einen oder anderen Richtung leichter gemacht hat. Und wenn ich auch unter diesen Umständen den für den vernünftigeren Mann halten würde, der mit seinem Urteil hierbei sorgfältig zurückhält, so muss ich doch sagen, dass hierbei weder der metaphysische Teleologe noch der naturwissenschaftliche Atheist bezüglich ihres vernunftgemäßen Denkens einen höheren Standpunkt als der andere hat. Denn da unzweifelhaft auf der einen Seite die formalen Bedingungen einer metaphysischen Teleologie und auf der anderen Seite ebenso die eines spekulativen Atheismus erfüllt sind, so wird es in beiden Fällen ein logisches Vakuum geben, in welchem das Gedankenpendel frei nach jeder Richtung schwingen kann, je nachdem es der sonst gewohnte Gedankengang bestimmt. Sechster, das also ist das letzte Ergebnis unserer Untersuchung, und wenn man die abstrakte Natur des Gegenstandes in Erwägung zieht, sowie die große Verschiedenheit der Meinungen, welche zurzeit hierin herrscht, wie auch die verwirrende Zahl guter, schlechter und indifferenter Literatur auf beiden Seiten, ich sage, wenn man dies alles in Erwägung zieht, so glaube ich nicht, dass das Resultat unserer Untersuchung berechtigterweise des Mangels an Präzision beschuldigt werden kann. In einer Zeit wie der jetzigen, in welcher der überlieferte Gottesglaube so allgemein angenommen und seine breite Induktei wie Grundlage als selbstverständlich angesehen wird, soll diese kurze Abhandlung zeigen, wie außerordentlich präzis die naturwissenschaftliche Auffassung des Gegenstandes in Wahrheit ist. Und dann wird sie mehr als die bisherige einschlägige Literatur die meisten Leser über die nach dem gegenwärtigen Stand der Frage möglichen Auffassungen aufklären.
Wenn ich auf den heutigen Zustand der spekulativen Philosophie blicke, so war es doch höchst nötig, einmal klar zu zeigen, dass der Fortschritt der Naturwissenschaften die Hypothese vom Wirken eines Geistes in der Natur sicherlich als ganz überflüssig erweist, und zu erweisen, dass dies ebenso gewiss ist wie die wissenschaftliche Lehre von der Erhaltung der Kraft und von der Unzerstörbarkeit der Materie. Wenn andererseits jemand beklagen sollte, dass die logische Behandlung der Frage sich nicht so ganz unzweideutig sicher erwiesen hat wie die naturwissenschaftliche, dann muss ich ihm zu bedenken geben, dass in jeder Sache, die keine wirkliche Demonstration zulässt, notwendig ein gewisser Spielraum für die Verschiedenheit der individuellen Meinung bleiben muss. Wer dieses erwägt, wird gewiss nicht darüber klagen, dass ich in diesem Falle nicht alles getan hätte, um den Charakter und die Grenzen dieses Spielraumes so scharf wie möglich zu bestimmen. Siebter und nun zum Schluss habe ich das Bedürfnis festzustellen, dass ich von früher her dem Theismus zuneige und dass es mich unfraglich auf die Seite des traditionellen Glaubens zieht. Es ist daher für mich äußerst traurig, dass ich mich gezwungen fühle, die hier gezogenen Schlüsse anzunehmen, und nichts würde mich vermocht haben, sie zu veröffentlichen, wäre ich nicht der festen Überzeugung, dass es die Pflicht eines jeden Gliedes der menschlichen Gesellschaft ist, seine Mitmenschen an seiner Arbeit teilnehmen zu lassen, welches auch immer ihr Wert sein mag. Gerade weil es mir feststeht, dass die Wahrheit schließlich doch das Beste für die Menschheit sein muss, bin ich auch überzeugt, dass jedes einzelnen Bestreben, sie zu finden, vorausgesetzt, dass es unbeeinflusst und aufrichtig ist, ohne Zögern Gemeingut der Menschheit werden darf, ohne Rücksicht auf die Folgen, welche die Veröffentlichung haben kann. Soweit es sich dabei um die Vernichtung persönlichen Glückes handelt, kann niemand schmerzlicher als ich die möglicherweise traurige Wirkung meines Werks empfinden. Soweit ich selbst dabei in Betracht komme, ist dies das Ergebnis meiner Auseinandersetzung. Mag ich nun das Problem des Theismus von der niedrigeren Stufe streng relativer Wahrscheinlichkeit oder von der höheren Stufe rein formaler Betrachtungsweise aus behandeln, so erscheint es mir doch immer als unverkennbare Pflicht, allen Glauben, auch den nach meiner Ansicht edelsten, zu unterdrücken und meinen Verstand in Bezug auf diese Frage an die Stellung des reinen Skeptizismus zu gewöhnen. Und wie ich weit davon entfernt bin, denen zustimmen zu können, welche die Zwielichtlehre vom neuen Glauben als einen begehrenswerten Ersatz für den dahinschwindenden Glanz des alten ausgeben, schäme ich mich des Bekenntnisses nicht, dass mit dieser völligen Verneinung Gottes das Weltall für mich seine liebenswerte Seele verloren hat. Freilich, von jetzt ab wird die Vorschrift, wirke, solange es Tag ist, zweifellos für mich eine nur umso größere Gewalt haben, angesichts der schrecklich ergreifenden Worte, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Aber wenn ich zu Zeiten daran denke, und ich muss daran denken, wie überwältigend der Kontrast zwischen der heiligen Glorie jenes Glaubensbekenntnisses, das einst mein war, und dem einsamen Geheimnis des Daseins ist, wie ich es jetzt besitze, zu solchen Zeiten, sage ich, ist es mir unmöglich, Herr zu werden über den tiefsten Schmerz, dessen mein Inneres fähig ist. Mag es nun daran liegen, dass mein Erkenntnisvermögen noch nicht hinreichend vorgeschritten ist, oder mag es auf die Erinnerung an jene geheiligten Gedankengänge zurückzuführen sein, welche mir wenigstens die süßesten sind, die das Leben je geben kann. Jedenfalls muss ich sagen, dass für mich und für andere, die wie ich denken, eine furchtbare Wahrheit in jenen Worten Hämaltans liegt. Weil nun die Philosophie zu einer Betrachtung nicht nur des Todes, sondern sogar der gänzlichen Vernichtung geführt hat, so ist die Vorschrift: Erkenne dich selbst, zu jenem schrecklichen Orakel geworden, das dem Ödipus zuteil wurde, wohl dem, der seines Daseins Rätsel niemals löst. Diese Auseinandersetzung wird hinreichen, um ein Bild von dem Hauptargument der unbefangenen Prüfung und von ihren traurigen Schlussfolgerungen zu geben. Was hier bei dem etwas kritischen Leser am meisten auffallen wird, ist: 1. Der Ton der Gewissheit und 2. Der Glaube an das fast ausschließliche Recht der naturwissenschaftlichen Methode vor dem Forum der Vernunft. Als Beweis für das Erstere möchte ich die folgenden, kurzen Zitate anführen. Von möglichen Irrtümern im Reisonnement abgesehen, muss die von uns hier auseinandergesetzte Stellung des Theismus der Vernunft gegenüber ohne wesentliche Modifikation bestehen bleiben, solange unser Erkenntnisvermögen ein menschliches bleibt. Ich kann durchaus nicht verstehen, wie heute ein Zeitgenosse, der auch nur mit den bescheidensten Kräften abstrakten Denkens begabt ist, die Lehre vom freien Willen annehmen kann.
Ohne Zweifel haben wir gar keine Wahl. Wir müssen schließen, dass die Annahme eines Geistes in der Natur nach unserer logischen Prüfung ganz bestimmt ebenso überflüssig ist, wie die Grundlage aller Naturwissenschaften gewisslich wahr ist. Es kann auch länger kein Zweifel darüber bestehen, dass das Dasein Gottes zur Erklärung irgendeiner Erscheinung des Weltalls ebenso unnötig ist, wie es zweifellos feststeht, dass meine Feder auf den Tisch fallen wird, wenn ich sie loslasse. Als Beweis für den zweiten auffallenden Punkt möchte ich ein Zitat aus dem Vorwort anführen. Mir ist es daher unmöglich, dem folgenden Gedanken mich zu entziehen. Wenn man den unzweifelhaften Vorrang der naturwissenschaftlichen Methode als Wegweiser zur Wahrheit bei der Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, in Erwägung zieht, dann wird diese Frage sicherlich moralischer und pietätvoller untersucht, wenn wir sie bloß als ein zu lösendes Problem der methodischen Analyse ansehen, als wenn wir sie in irgendeinem ähnlichen Lichte betrachten. In Bezug auf die beiden genannten Punkte ist der Wechsel in Romanes Gesinnung, wie er sich in den Notizen ausspricht, sehr deutlich. Wann George Romanes anfing, sich von den Schlüssen der unbefangenen Prüfung zu befreien, kann ich nicht sagen. Aber nach einem Zeitraum von 10 Jahren finden wir in seiner Rede Vorlesung vom Jahre 1885 eine große Veränderung in seiner Geistesrichtung. Diese Vorlesung über Geist und Bewegung ist eine strenge Kritik der materialistischen Ansicht vom Geist. Andererseits wird hier der Spiritualismus oder die Theorie, die den Geist als Ursache der Bewegung voraussetzen möchte, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus als zwar nicht unmöglich, aber unbefriedigend bezeichnet. Wahrscheinlicher erscheint ihm ein Monismus ähnlich dem Brunös, nach welchem Geist und Bewegung koordinierte und wahrscheinlich gleichwertige Ansichten einer und derselben allgemeinen Tatsache sind, ein Monismus, der Pantheismus genannt, aber auch als eine Erweiterung theistischer Ansichten angesehen werden könnte. Den Standpunkt, welcher in dieser Schrift zum Ausdruck kommt, kann man deutlich aus ihrem Schluss ersehen. Wenn der Fortschritt der Naturwissenschaft uns nun beständig dazu führt, dass es keine Bewegung ohne Geist gibt, müssen wir dann nicht erkennen, dass dadurch jene an sich schon unabhängige Schlussfolgerung der Geisteswissenschaft ganz unabhängig von ihr bestätigt wird? Ich meine die Schlussfolgerung, dass es kein Sein ohne Erkennen gibt. Mir wenigstens scheint es, als wenn die Zeit gekommen wäre, in der wir gleichsam in aufdämmerndem Licht erkennen können, dass das Studium der Natur und das Studium des Geistes in dieser größten aller Wahrheiten zusammentreffen. Und wenn dies der Fall ist, wenn es keine Bewegung ohne Geist, kein Sein ohne Erkennen gibt, sollen wir dann mit Clifford den Schluss ziehen, dass das universelle Sein ohne Geist sei, oder dogmatisch die erstaunlichste von allen Fragen verneinen, besitzt der Allerhöchste eine Erkenntnis, wenn es keine Bewegung ohne Geist, kein Sein ohne Erkennen gibt, wollen wir dann nicht lieber mit Bruno den Schluss ziehen, dass wir in dem Medium des Geistes und der Erkenntnis leben, weben und sind. Nach dieser Richtung hin zielen, denke ich, alle Folgerungen, wenn wir die logischen Bedingungen sorgfältig und mit vollkommener Unparteilichkeit erwägen. Doch die weitere Frage bleibt dann, ob es hier, soweit die Naturwissenschaft in Betracht kommt, überhaupt möglich ist, eine Folgerung zu ziehen. Der ganze Kreis menschlicher Erkenntnis möchte doch vielleicht zu eng sein, um eine Parallaxe für so ungeheure Messungen zu gestatten. Aber wenn wirklich die Stimme der Naturwissenschaft derartig gezwungenermaßen die Sprache des Agnostizismus sprechen muss, dann wollen wir doch wenigstens dafür sorgen, dass diese Sprache rein ist. Lasst uns keine Barbarei von Seiten des angreifenden Dogmas dulden. Dann werden wir sehen, dass diese neue Grammatik des Denkens durchaus keine Konstruktionen zulässt, welche ehrwürdigeren Denkweisen durchaus entgegengesetzt wären, und dies selbst dann nicht, wenn wir sehen, dass sich jene oft zitierten Worte, in denen diese Tatsache zuerst formuliert wurde, nicht gerade mit besonderer Überzeugung auf seine jüngsten Dialekte anwenden lassen, dass nämlich eine oberflächliche Kenntnis der Physiologie und Psychologie die Menschen zum Atheismus führt, eine tiefere Kenntnis von beiden und noch mehr ein tieferes Nachdenken über ihre Beziehungen zueinander, die Menschen zu irgendeiner Religionsform zurückführen muss, die wenn auch unbestimmter, doch würdiger sein mag als diejenige früherer Tage. Einige Zeit vor dem Jahre 1889 wurden für das 19th Century 3 Artikel über den Einfluss der Naturwissenschaft auf die Religion geschrieben. Sie sind nie veröffentlicht worden, warum kann ich nicht sagen.
Ich hielt es aber für angebracht, die beiden ersten als ersten Teil dieses Buches drucken zu lassen, einmal weil sie, mit George Romanes eigenem Namen unterschrieben, eine wichtige Kritik der unbefangenen Prüfung, die er doch anonym veröffentlicht hatte, enthalten, und dann auch darum, weil sie mit ihrem durchaus skeptischen Ergebnis sehr klar eine besondere Stufe in der geistigen Entwicklung ihres Verfassers kennzeichnen. Wer nun diese Einleitung gelesen hat, wird die Vorläufer der vorliegenden Schriften verstehen. Was noch zur weiteren Einführung in die Notizen selbst zu bemerken übrig bleibt, mag lieber später gesagt werden.